Ja, willkommen zurück zu Boltgun, endlich. Und es geht weiter mit Kapitel 5. Nee, Mission 5 von Kapitel 3. So ist richtig. Und zwar mit dem überaus theatralischen Titel Große Kanonen im Menü. Diese Geschützbatterien können alles in der Flotte des Imperiums vernichten und sie sind direkt auf Graia gerichtet. Wer ist Graia? Tötet die Heretiker, die sie kontrollieren, bevor sie den Planeten verwüsten können. Ja, ich denke immer noch, dass es dafür viel zu spät ist, aber hey, das ist jetzt so. So, springen am Ende eines Stürmens, um weiterzuspringen. Das und mehr Offensichtlichkeiten erfahren Sie jetzt in Boltgun. Kontrolldeck geortet. Kontrolle über lokale Waffenbatterien zurückerlangen, um elektrischen Daten von imperialen Anlagen zu werden. Predator hoch, danke. Okay. Ich starte mal direkt mit Erläuterung. Ups. Wie, ne? Wenn ich mal wieder bei der üblichen Kirche verlaufen hast. Und leider in anderen Kreisen gelandet bist. Nice. Meine Warp-Granate. Ja, genau. Geht mir doch nicht alle auf den. Schnellsenke. Genau, was für einem Enthusiasmus einem ins Gesicht springen. Gebiet erfolgreich geläutert. Nice. Leben. Leben, 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 Leben. Verachtung. Wer war das? Leben, 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 nee, Leichen und Verderben, nein. Rotes Gelee? Ich brauche mal Leben. Leben. Der Plasma-Gefahr. Endlich. Fehlt nur noch der Vergelter-Granatwerfer. Ja, ne? Und Leben. Habe ich erwähnt, dass ich Leben brauche? Und wer hatte wieder Zeit, diese Kerzen anzuzünden? Ich soll jetzt aber nicht runter, oder? Ja, wahrscheinlich. Aha. Okay, da haben wir noch eine Pumpe. Wieder zwei Kerzen, da geht's nach oben. Naja, begrenzt. Standort der Abgasentlüftung. Unterhalb, Befolge, bla 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 bla. Ja, ich brauch Leben, danke. Jeder hat sein Talent, im Verlaufen bin ich gut. Ich weiß, da ging's lang, ich muss trotzdem einmal kurz nach Leben schauen. Aha. Jetzt wieder nach unten, obvious. Heute ist einfach der Tag der Offensichtlichkeit. Ja, Kosti wollte einfach wieder gehen. Nein, das interessiert uns nicht. Wenn er uns nicht sehen kann, dann. Nee. wenn wir. Nee, andersrum. Mein Gott, durcheinander. Jetzt ist der Witz kaputt. Toll. Boom. Was habt ihr nun davon? Scheiße nochmal. Wenn wir ihn nicht sehen können, kann er uns auch nicht umbringen. So. Toll. Haha. Der war ja gut. Okay, wir haben den großen Staubsauger bekommen. Die Grafkanone. Ist allerdings nur gegen Barone gut. Jetzt mit 50% mehr Adelstitel. Ah, Kaffee, Moment. Wichtig ist, dass man immer seine Kaffeezeit auch wahrnimmt. Ja, kurz wieder runterkommen. Schön. Schön erstmal Koffein zu sich nehmen. Raum der 2. Auch Raum der Sith genannt. Purgatio in Extremis! Ich helfe dir zwar nicht im Kampf, aber ich schrei dich an! Boom. 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 Oh oh. Drecksack auf links. Leben!
Spiel. Boah! Da geht's einfach nicht. Fuck! Ich sterbe mich. Tja, wenn mir keine Leben gibt. Nicht gut. Nicht gut! Geh so! Boom. Nein! Von solchen Kröte abgeleckt. Ja, so ohne Leben ist das echt doof. Jetzt reicht's. Da, ganz ganz offensichtlich liegen sie da rum. Nice. Was wollte ich haben? Drecksack. Die Gewinner des Chaos-Schönheitswettbewerbs. Freundschaft. Drecksack. Nein, ich hab die. Nein, ich hab die Warp-Granate geworfen. Scheiße. Die wäre für den Endgegner richtig gut. Aber nope. Wie viele sind denn noch hier? Hallo? Da hatte ja noch jemand Spezialmunition. Hey. Ja, natürlich. Okay. Moin. Der vergelter Granatwerfer rumschwirren. Nice. Ja, easy. Noch nicht mal den Vorteil der leichten Höhe. Cool. Ich tue mir echt leid, wenn du so, ne, so gerade so denkst, du bist irgendwie in Deckung oder wirst nicht getroffen und kriegst dann auf einmal so eine Granate da dran geheftet und weißt ganz genau, dass es das jetzt gleich war. Wie die Rolle auf einmal treffen. Die haben Spaß hier, auf jeden Fall. Ne, ich brauch was Schnelleres gerade. Schneller! Schießt euch mal gegenseitig die Fresse ein, ist okay. Gut. Das könnt ihr ruhig tun. Nicht. Ach. Leichte Höhe, leichte Höhe, leichte Höhe, leichte Höhe, leichte Höhe. Danke. Der leichten Höhe hat er nicht gerechnet. Wo ist er denn hin? Da ist er.
Ja, so nach 2,5 Kapiteln ist man dann tatsächlich ein kleines bisschen eingespielt, würde ich behaupten. Ah, sehr schön. Und ja, macht nach wie vor einfach ultra Bock, auch wenn ich hier zeitweise so vor mich in Rage. Das ist nicht mehr irgendwie so ein richtiger Rage ist, also, ne? Noch musste keine Tastatur deswegen dran glauben. Oder Controller oder beides. Darf auch gerne so bleiben. Die Dinger sind nämlich arschteuer. Wir haben ja ein Stinkmobil. Aber Sport und Spiel. Boom. Boah! Die Sacknasen 3000. Boom. Der war daneben. So viele Leben. Du müsstest eigentlich immer so ein drittes Auge haben, was immer so auf die Leben schielt. Wenn du das Chaos nicht bekämpfen kannst, dann musst du selbst im Chaos werden. Einfach mal so ein drittes Auge. Jo, was er erst? Im Verein. Was denn? Ja, Leben? Zwingendermaßen an Leben mangelt es einem hier nicht. An schweren Boltern auch nicht. Gut. Die krassen Waffen habe ich gar nicht nutzen müssen. Ah, umso besser. Kann ich mir die auch für die ganzen Notfälle aufsparen. Jo, hier wird also dieser sagenumwobene Strom hergestellt. muss ich irgendwas tun? Genau, wenn man es nicht versteht, einfach mal drauf schießen. Das sind Chaos Space Marines, ja genau. Wo sind sie denn her, mein Herr? Ich mache jetzt mal einfach mit mir selbst eine Wette. Ich denke, dass gleich echt noch einer von diesen Herrschern des Wandels kommt. Wäre umso passender, da ich die Warp-Sturm-Granate, Warp-Feld, Warp-Sturm, irgendwie irgendwas mit Warp-Granate schon weggeschmissen habe. Richtig gut. Wie man es halt tut. Und da ist schon das Ende des Levels. What? Bin ich mittlerweile einfach zu krass, oder ist das einfach irgendwie... Nee, das ist... Definitiv bin ich das. Definitiv. Jo, leider wieder ein bisschen übersichtlich. 12 Minuten, das ist, gar nicht mal so viel. Nur denkt an meine Worte, wenn ich jetzt die nächste Aufnahme mache, dann... dauert das 5 Stunden. So, das heißt, wir gehen in aller Ruhe...
Das, die nächste Mission, die da heißt, Tod ist eine Ehre. Ich, ja, lass es mal wieder so stehen, bedanke mich fürs Zusehen und sag bis demnächst.